Luca. Wie die Luca-App, ne? Wie die Luca-App. Okay. Ist nicht nach mir benannt, aber ja. Zufällig. Wir sind jetzt hier am Ludwigplatz. Ihr seid auf einem Baum, habt hier ein Baumhaus installiert. Was habt ihr denn für ein Anliegen? Genau, wir sind eine Gruppe von unabhängigen KlimaaktivistInnen. Also wir ordnen uns keiner Gruppe oder so zu. Und wir haben ein Protestbaumhaus hier direkt vor dem Rathaus in Bayreuth gebaut, weil der Stadtrat jetzt Verantwortung übernehmen muss angesichts der Klimakrise und als einen ersten Schritt in Richtung klimagerechtes Handeln unsere Forderung umsetzen muss. Ach so, und wie lange seid ihr schon da? Seit Mittwochmorgen. Okay, es ist ja heute schon Freitag, also wie ich jetzt das gelesen habe, ich habe gedacht, naja, ein, zwei Nächte, ne, kann man ja mal durchhalten, aber ihr habt euch ja irgendwie auf einen längeren Aufenthalt eingestellt, ne? Genau, wir haben uns kein Enddatum gesetzt, wir bleiben so lange, bis unsere Forderungen umgesetzt sind, das ist erstmal unser Ziel. Also Tag und Nacht? Tag und Nacht, genau. Okay, und mit der Verpflegung, das bringt ihr dann alles hoch oder seid ihr da, zu wie viel Zeiten ihr da oben? Das wechselt. Wir haben aktuell 3 Schlafplätze oben. Das heißt, 3 Menschen können oben schlafen. Okay. Und es sind bis zu 3 Menschen in der Regel oben. Wir haben Essen oben, was wir so ein bisschen als Vorräte haben. Aber jetzt auch in den letzten Tagen kamen immer wieder solidarische Menschen, die uns viel Essen vorbeigebracht haben. Irgendwie eine warme Suppe kam jetzt heute noch, Tee, Wärmflaschen und so. Also wir werden auch gut versorgt von außerhalb. So. Hallo, das hier ist jetzt eine spontane Idee. Die Kamera wurde gerade hochgegeben zu uns ins Baumhaus. So, wir wohnen hier und ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal, was hier so abgeht. Also, da lagert unser Essen. Hier ist quasi unser Seil, mit dem wir alles hoch und runter geben. Da unten ist die Versammlung. Wir schwenken einmal nach rechts. Hier hängen unsere Schuhe und das hier ist die Traverse, an der wir uns sichern, damit wir nachts nicht runterfallen. Da ist ein anderer Mitbewohner. wir haben hier ganz viele Schlafsäcke, damit es kuschelig bleibt. Ein hohes Dach, damit wir nicht weggeschneit werden nachts. Unsere Rucksäcke hängen hier am Stamm. Auf der anderen Seite ist unser Ein- und Ausgang, mit dem wir immer ins Baumhaus reinkommen über das Seil und auch wieder gehen. Hier haben wir jetzt gerade eine neue Plattform eingezogen, die unsere Materialplattform wird, damit wir da Sachen lagern können und Rucksäcke und so zum Beispiel nicht mehr hier auf unserer Plattform stehen müssen. Genau, hier geht's runter und hier rechts, das Seil, das so lang läuft, ist auch eine sogenannte Traverse, die kletterfähig ist. Bedeutet, mit der Traverse können wir rüber auf den großen Baum da hinten. Ansonsten hängen hier noch unsere schönen Banner und ich glaube, das war's sozusagen. Ich gehe mal wieder runter. Ist das offiziell? Musstet ihr da vorhin jemand fragen, dass ihr auf den Baum klettert? Oder seid ihr da einfach jetzt, geh mal einfach mal hinauf und jetzt hier sind wir? Wir sind einfach hochgegangen, genau. Okay. Wir haben nicht vorher gefragt, sondern das als eine unangemeldete Versammlung gemacht. Okay, und kriegt man Schwierigkeiten dadurch? Man kann theoretisch Schwierigkeiten dadurch bekommen. Die Polizei könnte so eine unangemeldete Versammlung auflösen. Das hat sie bisher noch nicht gemacht. Das heißt, sie muss dann in der Regel sagen, es handelt sich um eine Versammlung. Wir lösen diese Versammlung auf, muss uns auffordern, da runterzukommen. Das hat sie auch noch nicht gemacht. Und wenn wir uns dem widersetzen würden, dann könnten sie anfangen, das zu räumen. Okay, aber es ist bislang nicht der Fall. Also ist alles safe bislang. Genau. Okay, das ist sogar eine Schaukel, sehe ich. Ja, wir haben eine Schaukel eingebaut. Okay. Wir wollen auch jetzt... Das wollten wir eigentlich heute schon machen. Mal sehen, ob wir da heute noch zu kommen. Sonst in den nächsten Tagen noch ein bisschen was auf dem Boden aufbauen. Vielleicht so eine Bank aus Paletten, um den Begegnungsort, der das hier die letzten Tage war, noch ein bisschen zu erweitern. Also wir hatten viel Kontakt zu Menschen, die auch mit uns ins Gespräch gekommen sind, haben viele interessante Gespräche geführt. Und das wollen wir noch ein bisschen erweitern, dass man hier auch einen schönen Platz hat zum Verweilen. Und die Resonanz ist groß. Kommen die Leute her, loben euch, was ihr macht? Oder? Überwiegend positiv, ja. Also viele Leute bedanken sich auch bei uns, dass wir die Aktion machen, dass es eine wichtige Aktion wäre. Einzelne kritische Stimmen sind natürlich auch dabei, aber die Resonanz war überwiegend positiv bisher. Okay, jetzt haben wir heute Freitag. Heute ist der 26. November. Wir sehen uns in der Woche wieder. Ich bin gespannt, ob ihr noch da seid. Ja, ich hoffe, wir sind noch da. Okay, danke dir. Gerne.